Die Kultur. Kultur. Stimmt, die Kultur. Hallo Don. Hallo, Herr K. Ich habe alte Verpackungen, aber ich will sie Ja. nicht einfach in den Müll schmeißen. Nein, ich bin doch umweltbewusst. Ja, naja, wenn man in Deutschland etwas zum Recyceln hat, benutzt man den gelben Sack. Der gelbe Sack. Der gelbe Sack. Was wirft man in den gelben Sack hinein? Glas? Oh nein, kein Glas. Man wirft Glas in den Altglascontainer. Okay. Wirft man Papier in den gelben Sack? Nein, Papier wirft man in die Altpapiertonne. Den gelben Sack benutzt man hauptsächlich für Verpackungen. Verpackungen aus Metall, Aludosen zum Beispiel und andere Metalldosen für Getränke und Konserven. Verpackungen für Getränke wie Milch und Saftkartons, Vakuumverpackungen für Kaffee und Essen, Eisverpackungen und Zahncremetuben. Und man wirft auch Spülmittelflaschen und Joghurtbecher in den gelben Sack hinein. Joghurtbecher? Ja, Joghurtbecher. Ah, Moment. Ach so. Ach, ich bin B fertig. bist du fertig? Ja. Na ja, wirf den Becher in den gelben Sack. Tja, Don ist umweltbewusst, denn er benutzt den gelben Sack.